Wie sieht es bei unseren Nachbarn aus? Die Niederlande zum Beispiel, die lockern ihre Corona-Regeln weiter. Noch in kleinerem Rahmen allerdings stellt die Regierung bereits weitreichende Schritte zur Normalität in Aussicht. Ministerpräsident Rutte lässt prüfen, ob wegen der abnehmenden Fallzahlen die Distanzregeln ab 20. September aufgehoben werden. Auch könnte die Maskenpflicht in Bus und Bahn gestrichen werden. Eine Eröffnung von Clubs, Bars und Diskotheken erteilte Rutte vorerst aber eine Absage. Immerhin, Studierende bekommen nach 1,5 Jahren wieder Präsenzunterricht. Universitäten und Fachhochschulen öffnen nach den Sommerferien wieder ihre Türen. Und darüber würde ich jetzt reden mit Helmut Hetzel, unserem Niederlanden-Korrespondenten, zugeschaltet aus Amsterdam. Guten Tag, Herr Hetzel. Tja, höhere Zahlen bei unseren Nachbarn in den Niederlanden und trotzdem weitreichende Lockerungen. Das müssen Sie mir mal erklären. Genau, also hier herrscht das Prinzip Hoffnung und die Lockerungen sind gestern Abend von Ministerpräsident Mark Rutte angekündigt worden in Den Haag auf einer Pressekonferenz. Der große Freiheitstag, der Freedom Day hier in den Niederlanden wird der 1. November sein, soll der 1. November sein. Da sollen alle, aber auch alle Einschränkungen, Corona-Einschränkungen total aufgehoben werden. Es wird keine Maskenpflicht mehr geben, es wird keinen Sicherheitsabstand mehr geben, gar nichts mehr. Das ist das, der Freiheitstag, 1. November. Aber der Drei-Stufen-Plan, den Mark Rutte, der Ministerpräsident, gestern angekündigt hat, der beginnt schon am 30. August. Dann nämlich gibt es wieder Präsenzunterricht in den weiterführenden Schulen und an den Universitäten. Allerdings wird die Zahl der Studierenden und Schüler in einem Raum auf 75 beschränkt, aber es wird auch keinen Sicherheitsabstand mehr geben auf anderen Schulen. Dann der zweite große Lockerungsschritt soll am 20. September passieren. Dann wird die Sperrstunde, die für die Gastronomie noch gilt, nämlich 24 Uhr, aufgehoben werden. Nur Nachtclubs und Bars, die bleiben noch geschlossen. Aber für die Gastronomie gibt es überhaupt keine Sperrstunde mehr. Das sind die Vorgaben des Drei-Stufen-Plans, wie sie Mark Rutte, der Premierminister der Niederlande, gestern Abend verkündet hat. Ja, aber Herr Hetzel, hat der Ministerpräsident der Niederlande, hat der eine Glaskugel, wo er schon sehen kann, was am 1. November ist? Also erst gestern, also am 13. August, vor die Kameras getreten und macht bereits Ankündigungen für den 1. November, auch wenn er einen Drei-Stufen-Plan hat. Aber was ist denn jetzt, wenn zum Beispiel die Inzidenzzahlen, wenn die Infektionszahlen weiter ansteigen? Und wir wissen, in den Niederlanden war die Situation ja prekär. Genau, das stimmt. Eine Glaskugel hat er nicht oder ein Prophet ist er natürlich auch nicht. Darum hat er sich auch ein Hintertürchen offen gelassen, hat gesagt, ich hoffe, dass wir am 1. November total zur Normalität zurückkehren können, vorausgesetzt, die Entwicklung hier in den Niederlanden bleibt so positiv, wie sie jetzt ist. Nämlich die Inzidenzen hier sinken enorm, die Infektionen sinken enorm und die wichtigen Parameter hier in Holland, auf die man schaut, das sind die Aufnahmen von Corona-Patienten in die Krankenhäuser und die Todesfälle. Und die auch beide, diese beiden Indikatoren, nämlich die Aufnahme von Corona-Patienten in Krankenhäusern und Todesfälle sind stark rückläufig. Für gestern beispielsweise wurden in den Niederlanden Anführungszeichen nur 6 mit Corona in Zusammenhang gebrachte Todesfälle gemeldet. Und die Zahl der Patienten im Krankenhaus, die jetzt im Krankenhaus behandelt werden, ist auf unter 600 gesunken. Ja, sehen wir mal, wie die Situation sich dort in den Niederlanden weiterentwickelt. Dort sind schließlich auch noch Ferien, ja. Und die Niederländer sind ja Reiseweltmeister, genau wie die Deutschen. Also die Situation bleibt interessant zu beobachten. Helmut Hetzel, danke für das Gespräch nach Amsterdam.